Hallo zusammen und herzlich willkommen in der Zombie-Apokalypse. Hinter uns auch, Jackie. Hinter uns auch. Wir wow. müssen loslegen. Mit dabei ist Jack Fleischhammer. Hallo. Sehr Dibidi. Hallo. Oh, ich und der Belka ist leider immer noch krank. Und wir versuchen, sein Erbe der guten Statistik fortzuführen. Und wünschen weiterhin gute Besserung. Er wird hoffentlich dann zur nächsten Folge wieder dabei sein. So ist zumindest der Plan. Und so wird es bestimmt auch kommen. Shit. Alter Freund. Nicht vergessen, die Krankenschwestern zu looten. Ja. Die spawnen oben auf dem Hügel. Ich hab's eben aus dem Augenwinkel gesehen, wie so ein scheiß Zombie gespawnt ist. Wir müssen, also jetzt müssten wir die Kreischer allerdings loswerden. Das macht meine Munitionsanzeige nicht mit. Oh, dankeschön. Also ich habe jetzt noch ganze 5 Schuss. 5 Schuss, das ist nicht viel. Das ist ausreichend. Ich gehe mal auf Handbetrieb umstellen, denn. Ja, das ist ja sowieso nicht schlecht. Das Schlimme ist halt nur, dass... Boah, da hinten geht's aber ab. Leck mich am Arsch. Das? Was ist das Schlimme? Okay, ich hab hier Pfeile. Okay, das war das. Okay, ich hab noch 263 Schuss für die Sniper. Ach, das kriegen wir hin. Kein Problem. Wo seid ihr denn oben? Am Garten. Ich bin ja noch am Garten. Wo ist denn hier einer? Wo sind die Krankenschwestern da? Eine Heilbandage. Du hast ja auch ein bisschen zu tun, Jackie. Danke, ja. Mhm. Oh. Musst du mal aus der Hüfte schießen, das ist mit der Sniper aber jetzt nicht so klasse. Ah, geht eigentlich. So, das war das. So, wo kloppen die denn? Hier hab ich schon gelootet. Sind doch noch welche unterwegs? Irgendwo kloppen die. Ich höre doch was, ja. Oh, 3 Kreischer, Hallöchen, na Jungs. Der ist jetzt nach unten gefallen. Kommt er wieder hoch jetzt? Wo sind die, auf der Seite zum See oder auf der anderen? Ja, zum See. Der andere tot unten? Sind die unten rein? Die sind hier unten drin. Die höhlen komplett den Berg aus. Wo sind die? Bei dir dahin? In unserer ehemaligen Mine. Nee. Auf der anderen Seite? Die, zum See hin. Ja, okay. Wir haben auf beiden Seiten See. Nee, wenn man den Berg als längs sieht. Ach, hier drin. Ja. Wir müssen den Scheiß mal hier zumachen, die Mine, oder? Nee, lass mal. Hier ist richtig Stuff am Stissen. Ja, das weiß ich, aber ich, mit einer Tür. Warum hängt die Mine? Achso, das ist eine gute Idee. Ach, das war's schon jetzt, oder? Ja, ich habe ja schon ein bisschen aufgeräumt. Der steht da seit letzter Folge. So, Valkyrie, wie sieht's aus? Irgendwie steigen seine Kills nicht. Was ist da los? beschießt ihr euch da gerade? Nee, das war sein DVD. Die Zombies stehen bei mir noch. Achso. Hat jemand Metall einstecken für eine Tür? Nee, aber ich mache jetzt. Geh mir mal aus dem Weg, Alter. Wow. Würde ich nämlich hier mal kurz einen Türrahmen einbauen. Achso, Moment. Okay, so. Als Information 19:30. Dankeschön. Haben wir eigentlich einen Clawhammer? Nein, ich meine, haben wir noch keinen. Nee. Ich bin total von meinem persönlichen Let's Play total. Macht ihr gerade eine Metalltür? Ja. Angetan? Nee, nicht angetan. Verwöhnt. Weil du da alles hast. Wo soll ich sie setzen? Also quasi, ja. Warte noch nicht, ich mache erst einen Rahmen. Dann lass ich sie fallen. Ja. Bitte. Also so eine Nailgun ist Danke. Nicht so eine Nailgun. Zu unterschätzen. Das ist ziemlich geiles Ding doch. Geiles Style, ja. In the house, ja. Yes, ja. I'm a hell of a man. Wie heißt nochmal das Teil, wo ich den Cobblestone reinmache? Cobblestone Frame? Ach, genau das. Ja. hast du 2 Stück für mich? Ja. Lass mal fallen.
So ist gut, danke. So ist gut. Merkst du, weißt du, was da für ein Ton herrscht? Ah ja, das... Das ist auch eine gewisse Angst schwingt damit bei mir in meiner Stimme. Das hört man vielleicht. Ja, das ist so ein Vibrieren. Jetzt mache ich hier mal die Sicherheitstür rein, die ich hier die ganze Zeit reinmachen wollte. Doppelte Tür? Yo, habe ich ja bei Craft the World habe ich das auch und das ist Wunderbär. Das ist ein Wunderbär. Es ist ein Wunderbär, genau. Das hilft nämlich gegen die Wellen. Falls die mal die eine Tür tothauen, kaputt hauen, kommen sie nicht, ich brauche noch so ein Frame. Dann kommen sie nicht direkt in die Hütte rein. Lass mal fallen. La la la. La 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 la. La la la. Haben sie in die Milch getan? Milch? Das ist ja nicht Minas. Ich traue schon ein bisschen nach unserem schönen Berg. Weißt du, wenn die Alpha 11 kommt, auch wenn ich mich auf der Alpha 11 tierisch freue. Finde ich es doch schade, wenn sie dann... Ja, Minas. Darfst du da nicht rangehen. Wir machen einfach noch ein schöneres Werk danach. Ja, auf jeden Fall. So, so muss es passen. Aber kann ich sicher kein Clawhammer, ey. Mineneingang ist auch gesetzt. Gucken wir, was der an dem Deal getan hat. Ah, Doppeltür. Muss nur noch aufgewertet werden. Könnt ihr vielleicht mal gucken, ob ihr nicht doch einen Clawhammer könnt? Ich kann noch ihn. Digga. Digga. Ja. Schießel die Schniesel. Wo ist er? The Claw Boots? Nee, das ist der Clawhammer. Der ist total einfach. Guck mal, sie zischen schon. Die sind irgendwo Zombies, sobald ich anfange zu bohren. Ich weiß das hier, aber durch das Dreckwasser nichts. Kennst du nicht, das sind die Bohrer-Zombies? Das sind die Bohrer-Zombies, die sind mir immer wohlgesonnen, die Bohrer-Zombies. Tom Bohrer. Die sind was? Die wohlgesonnen? Ja, das sind mir die Liebsten, die Bohrer-Zombies. Boah, ich komm zum Haus und die Frames gehen wirklich... Nee, ist immer, wenn du bohrst. Hier fehlt eine Kerze im Zwischengang. Ziemlich dunkel. Ja, da mach doch eine. Häng doch eine hin, wenn du eine hast. Ich hab da keine. Ich hab ja keine. Wir haben da nicht. Wir hatten auch nicht. Ich überlege gerade, wir müssen auf jeden Fall den Gang irgendwann mal fertig bauen. Das ist natürlich eine Menge Arbeit und eine Menge Cobblestone, der hier rein muss. Ja, hier ist auch sehr dunkel. Möchte noch jemand von euch einen Clawhammer oder sagt ihr erstmal dabei? Ich den? Na, also, zum Aufwerten denn. Schnell aufwerten halt. Ja, da hätte ich gerne einen, bitte. Kein Problem, kommt sofort. So, ich habe ja oben das Ding schon fertig, deswegen setze ich jetzt mal ein paar Frames hier im Gang. Leg dir über die Waffenkiste rein. Ja, super. Rein hinein. Da kommen Zombies. Schöret. Na nix. Ach doch, macht wohl was, weil ich kann durch die Gitter nicht schießen. Juet. So, habt ihr mit Zombies gehört? Ich habe irgendwas gehört eben. Ja, aber ich habe nur Schlabbern gehört. Ich hatte hier gerade einen Kater. ja, das hört sich an, als wäre der ausgesperrt. Aber das ist draußen, das sind nicht unsere. Alter, jetzt habe ich aber einen Schreck gekriegt. Jetzt ist mir echt das Herz in die Hose gerutscht. Warum? Ja, weil ich dachte, das wäre einer von unseren. Es ist aber nicht, das ist nicht unsere. Der eine liegt auf der Fensterbank und der andere liegt direkt vor der Heizung. Man kann keine Kerze hier setzen in dem Gang. Ist einfach zu knapp hier. Der Gang ist zu knapp. Wenn wir den so schlauchartig machen, wie wir noch angefangen haben. Dann häng es an die Decke. Geht. Ja, dann muss ich die Decke ans Höher machen. Dann müssen wir noch mehr rausstemmen. So, denn du kannst doch hier oben, ist doch genug gestemmt. Hängst doch einfach hier oben an die Decke. Hier oben, einfach oben an die Decke hängen. Ja, aber da kommen ja Cobblestones hin. Da habe ich ja eben Cobblestone reingesetzt. Nee, dann machst du da kein Cobblestone hin. Häng doch einfach. Ja, das ist natürlich eine Alternative, aber ich dachte natürlich wegen der Sicherheit und UVV und so weiter. Ach Quatsch. Da oben kommt jetzt erstmal gar nichts hin. So. Warum auch immer ich jetzt gerade Cookie gedrückt habe, kann ich nicht sagen. Was hast du gemacht? Ich habe hier ein Feuer hingestellt, damit ich hier ein bisschen Licht habe und so. Und habe auf Cook gedrückt. Ach so. Einfach aus Gewohnheit. Ja, genau. Button drücken. Drücken Sie nicht den Rückenknopf. Drücken Sie drauf. Okay, push der Button. Also der Gang ist ziemlich beklemmend. Ist ja auch ein Fluchttunnel.
kann man da keine Bilder aufhängen. Ja, stell dir mal vor, eine schöne Flucht. Stell dir mal vor, du müsstest hier durchkriechen. Genau, mit so einem Spruch. Haben ja, Sie eine angenehme Flucht. Ja. Haben Sie auch nichts vergessen? Ja. Er hat ausgemacht. Bügeleisen noch angeschlossen. Essen bei. Kaffeemaschine aus. Ist ja cool, oder? Wenn noch so ein Stuff dazukommt, so wie Kaffeemaschine oder so ein Kram. Ihr wollt mich doch. Ihr Bein. Ihr zwei Bein. Da kreischt doch jemand. Ich habe keinen Beton mehr. 4, 5, 6. Bitte. Ich bin nicht allein. Wo bist du? Na hier, Ja, präzise Angaben bitte. Naja, wo bin ich? Ich bin an der. Ah, ich kann gerade nicht reden. Was denn? Naja, an der Dings bin ich hier. Wie heißt das? Garten, Mensch. Ich stehen so vor der Tür. Direkt vor der Tür? Was denn, Dippi? Das ist jetzt flach. Man kommt hier nicht an das Wasser ran, ne? Was ist das? Man sieht die nicht. Ach, jetzt sieht man sie. Du kannst aber nur durchschießen, wenn du was zum Schießen hast, also, ne? Du kannst du durchschießen, ja, das stimmt. Wenn du schießen kannst, kannst du durchschießen. Also ja, du schießt, halt, schießt lieber nicht. Schießt. Mit dem Bogen kannst du nicht durchschießen, das wollte ich damit sagen. Geil, okay, man kann sehr schießen, man sieht es halt nicht so, das Wasser. Das Wasser reflektiert halt so stark. Kann gar nicht schießen. Aber es hat funktioniert. Haha, na? Ups. Alles gut bei euch? Ihr Pfeifen! Du feige Sau. Das war jetzt wirklich echt clever, muss ich ja sagen. War einer irgendwo noch Munition? Ich hätte jetzt gedacht, dass Fleischer mal sowas kann. War irgendwo noch Munition? Nein, gell? Die Schnipper ist bei mir, leider. Leider? Naja, da ich sie dir nicht geben kann. Wo bist denn du? Am Garten. In der Nacht? Ja, naja, müssen wir irgendwas machen halt, ne? Ich komme. Ja. Okay, komm. Schaufel dir den Grab. So, 0 auf 15 ist alles super. Du hast hier ein Lagerfeuer gemacht. Was machst du eigentlich hier? Auf Pferden. Hier stehen sie bei mir, sind sie aber alle wohl tot, oder? Die stehen nicht hier. Hallo Jungs. Alles gut? Hat man nicht irgendwo was mit Bullet Tips? Ja. Das ist ja irgendeine Munitionskiste, vermutlicherweise. Ah, da, okay, alles klar. Da und ist die auch schon alle gelootet? Nee. Sind sie alle weggepackt jetzt auch, alles klar. Was machst du hier? Wo die Burg sind aus Holz. Ja. Na, schau mal, alles gut? Warum denn? Ich frage nur. Naja, ist halt cool. Ja, aber mal bauen, wa? Ich werte das aber nur einmal auf. Der jetzt hier nur die erste, sag mal, Hürde. Moment mal, ich hab doch noch eine Wrench dabei, damit geht's doch gleich doppelt so schnell. Ich hätte ja einen Clawhammer gemacht, aber Juli. Kann ich auch noch einen machen? Willst du ihn haben? Nein, ich will keinen. Warum denn nicht? Na, mach das mal eben doppelt so schnell. Hund, oh, fuck. Hund, Schwein, Schweinehund, Schweinehund, du Schweinehund! Oh, gleich zwei, und die rennen, und Minjas! Ich würde mal sagen, Jungs, es liegt an der Uhrzeit, dass sie rennen, ne? Das ist ein Hund, der rennt immer, aber... Bitte. Oh, ich brauche irgendwas hier zum Hundetöten. Hehehe, Kampfer zum Hundetöten. Da. Oh, ich hab ihn abgehängt. Tür zu. Weg. Weg. Habt ihr die Türen jetzt aufgemacht? Nee, ich bin... wieso bin ich jetzt gestorben? Weil ich geblutet habe wahrscheinlich. Ah, fuck. Ich habe meine Flucht gut geplant. Und dann bin ich durch Unaufmerksamkeit bin ich gestorben. Ja. Ach. Der war jetzt mies. Sind beide Hunde tot? Ja, der eine ist zumindest auf die Spitzen gefallen. Shit, da ist meine Wellness wieder runter. Auf 46! 46! Auf 6! Du musst jetzt wenigstens du ab sofort immer essen. Ja, und zwar bis ich breche. Oh Mann, ey, ich hab den Hund abgehängt, zum Glück. Und dann sterbe ich an der Blutung, weil ich nicht aufgepasst habe, weil ich so glücklich war, dass ich den Hund abgehängt habe. Schwieriges Spiel, wirklich. Mit der Wellness, da haben sie wirklich was eingebaut.
Ja, der macht das natürlich echt schwierig. Ja, interessanter, kann man fast sagen. Absolut. So, jetzt setze ich auf jeden Fall nochmal eine zweite Leiter. Das kam mir schon ganz lange in den Kommentaren. Man soll doch eine zweite Leiter hier hoch machen. Sonst gibt es immer Gerangel. Ja, das stimmt. So, Doppelleiter. Ah, schon vorbei. Am besten mache ich sowieso noch eine, oder? Die ist noch nicht vorbei. So. Sag mal, Dreifachleiter, kann nichts mehr schief gehen. Ja, genau, mach richtig. Leiterwall. Wenn es eine echte Tür wäre, hätte ich da bitte jetzt fast eingequetscht. Mhm. Ich hatte doch hier. Genau, das hatte ich gebraten. Die Säcke, da kommen drei Kreischer kommen. Von wo? Aus Richtung Stadt. Mist. Ich hab nur das Ding hier. Kettensäge raus. Der tut mir leid für den Garten, ich mach den Garten kaputt. Wieso? Komm, Alter, Zauberkreischer. Shit. Ich habe nur noch einen Schuss. Okay, ich schieße mir selbst in den Kopf. Den sollte man echt für sich selber aufheben. Ja. In dieser Zeit. Apokalypse. Was machen wir jetzt? Können wir durch die Gitter unten durchschlagen? Nee, gell? Probier das gerade mal. Hallo. Wo sind sie denn? Rennt aber auch wie die Sau. Ey, wir brauchen unten einen Zaun oder so. Das wäre echt cool. So eine erste Hürde. Verteidigungslinie. So, ist mir zu doof. Ich mach mal Munition. Ja. Und ich muss sowieso die Waffe reparieren. Gut, Munition könnte ich auch machen, oder? Bullet Casings. Zweimal Dings rein. Da gibt es 7,62. Ne, gibt 10 mm. Wie macht man 7,62? Hier, warte mal. 7,62 kannst du einfach mal 113 haben, wenn du jetzt E drückst. Ja. Danke. So, das haben wir erklärt. Jetzt muss ich mir hier ein... Können wir noch ein Nachtsichtgerät craften? Ja, warte. Kein Problem. Muss ich mir erstmal eine Antibiotika reinzubbeln. Wo seid ihr da? Seid ihr? Da ist der erste tot. Wir brauchen, weißt du, was wir noch brauchen für diese Burgmauer? So Flutscheinwerfer. Oh ja, das, oh ja. Weißt du, so, oh ja, dass das man wieder Kreischer halten. Dann halten, noch nicht. Wo jetzt. Sind die denn? Ich sehe die Feuer. Genau. Ja, okay, Big Bang. Ja? Ja. Hab ich dich überzeugt. Hätte ich Lust. Die kommen hier hoch, weil ich diese scheiß Woodframes unten nicht rausgenommen habe. Wo noch jemand? Die Treppe? Ja, ich nehme die jetzt weg hier. Weapon Repair Kits. So, ich hab's gesichert. Aber ich glaube, hier ist niemand mehr, oder? Wir haben jetzt sieben, jetzt rennt nichts mehr. Das ist gut. Doch, hier ist noch ein Dicker. Boah, das war, hast du es gesehen? Ja. Normal braucht zwei Schuss. Dadum, hast du gemacht. Dadum. Ping, ping. Hab ich gerade eine Biene gesehen? Nee. Mann, wieso ist denn hier noch jemand? Jetzt so scheiße. Können wir nicht Wasserlicht im Wasser aufstellen? Im Wasser, Licht, müssen wir mal ausprobieren. Ich habe jetzt keine. Soll ich mal eine Kerze besorgen? Ja, ich habe leider keine Kerze. Dann. Das wäre natürlich echt witzig, ja. Aber ich denke, die schwimmt denn sofort. Die Kerze schwimmt? Ja, also die geht kaputt quasi. Ja, das glaube ich auch. Nimm einfach mal von hier oben eine Kerze mit. Probier die mal im Wasser aufzustellen. Ich höre hier doch noch Massen laufen, oder verhöre ich mich? Na gut, Nias läuft hier auch immer ein bisschen. Oh, da ist ein Hund. Nee, kannst du nicht im Wasser setzen. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwie einen Trick, aber im Wasser kriegst du keine Kerzen gesetzt. Trick. Aber sie brennt im Wasser weiter, das finde ich gut. Ich habe sie in der Hand und sie brennt. Okay. Oh, ich hab den Köter erwischt. Da oben ist noch eine Riesenhorde. Wo?
Ja, die kommt gerade auf mich zu. Also ich. Sutsch. Gut, jetzt Munition. Komm mal. Munition, dass sie muss die Frau retten. Frau hat sich Munition gekratzt, oh. Die braucht keine Rettung. Sicherheitsschuss. Hast du die letzten. Hast du die Bullet-Tipps hast du genommen, ne? Ich hab nicht Bullet-Tipps. Die Munition, die, ja. Ja, die Dings hier. Wie heißen sie? Hm, Warzpulver habe ich genommen. Genau, Warzpulver. Mach ich jetzt Neues. Siehst, ich kann das Dürfte nicht schießen, das kannst du auch vergessen. Ich nehme jetzt den Nahkampfknüppel. First Aid Kit, genau. Boah, da hast du den Kopf zurückgerissen, als ich gerade zugeschlagen habe. Guck mal, die erntet Gras für dich. Jetzt sollten wir uns so ein Zombie-Welse wie bei Walking Dead. Geh mal aus dem Weg. Die Zombies mit dem abgehackten Arm. Ja, stimmt. Sollten wir uns halten, damit die... Ja, Gras wegmachen. Damit die anderen Zombies uns nicht erkennen. So ein Zombie-Rasenmäher. Wo haben wir sie alle? Sieht ganz gut aus. Ich höre da hinten noch was. Ey, oh, hier ist noch ein Hund. Painkiller sind ja, alle, ne? Und, ja, und die Feuchtigkeit. Ja, der ist im Garten. Der Hund ist im Garten. Oh, ich hab ihn geschafft. Nee, ich hab's überlebt. Scheiße, abbrechen. Ja, die Folge ist zu Ende, aber die Zombies machen wir noch weg. Oh, fuck. Das war wahrscheinlich der Ehemann. Wir so. Wir können ja auch das ganze, die ganzen, Dings ernten. Mais? Ja. 12 Minuten. Ja, Lieben. Wir haben erfolgreich eine weitere Horde überlebt. Selbst ein Hund konnte mir nichts anhaben. Oh, tot. Naja, der zweite Hund zumindest. Da habe ich mich gerecht. An dem sinnlosen Tod. Hier unten ist aber noch jemand. Ja, wir sind am Ende einer Folge. Wir hoffen, dass Valkyr zur nächsten Folge dann wieder mit dabei ist und wieder gesund ist. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf weitere Folgen. 7 Days to Die. Und mal gucken, was wir dann noch machen können bis zur Alpha 11. Vielleicht ist sie bis dahin schon draußen. Das glaube ich jetzt zwar nicht, aber ich bin trotzdem gespannt. Wenn es euch gefallen hat, ja bitte. Dürfen. Man wird ja wohl noch. Ja, genau. Ganz genau. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Ich freue mich auf die nächste Folge von 7 Days to Die. Das müsste nach Adam Riese und Eva Zwerg der Donnerstag sein. Ich lehne mich mal wieder ganz weit aus dem Fenster und vermute, dass es der Donnerstag ist. Nee, das ist... Wie oft ist dir das eigentlich schon gelungen? Ja, doch, genau. Wir haben eben Sonntag aufgenommen und jetzt sind wir beim Dienstag. Heute die heutige Dienstag. Folge müsste Dienstag sein, genau. Heute ist Dienstag, also genau richtig. Wir sehen alles uns klar. Am Donnerstag wieder. Also wir glauben ganz fest daran, dann wird das auch so kommen. Wenn nicht, drehen wir es. Da kommt noch eine Horde. Das ist so. Das ist schön. Gegenüber ist noch eine Horde. Ihr Lieben, wir sehen uns zur nächsten Folge von 7 Days to Die und hat mir Spaß gemacht. Tschüss. Ja, mir auch. Tschüss. Bis dann. Tschüss.